schaffe ich das Koopa Freerunning im Bowserland in unter 1,30. Und los geht's, ich mache direkt am Anfang einen Bump, um gleich auf die Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Und dann rolle ich erstmal hier nach unten. Ja, und da bin ich leider etwas schief, da muss ich ein bisschen korrigieren. Das kostet ein paar Sekunden, aber ist nicht mega schlimm. Und dann muss ich sehr viel schütteln, um schnell entlang rollen zu können. Und auch hier wieder mehr schütteln. Aber hier bei den Elektroabschnitten, da kann ich dann kurz durchschnaufen. Hier ist nur eine sehr kleine Insel, wo ich eigentlich direkt zum nächsten Elektroabschnitt hin will und dann gleich weiter. Jetzt auf der Insel wird es wieder etwas schwieriger, weil hier muss ich gleich ein paar fiese Sprünge machen, um hier zumindest ein bisschen abkürzen zu können. Da über die Schlucht nicht runterfallen jetzt. Okay, sehr gut. Ich komme langsam schon ins Schwitzen. Aber ich muss noch ein bisschen durchhalten. Ich habe noch ungefähr 30 Sekunden, ein bisschen mehr. Um zum Ziel zu kommen, da einen stylischen Dreisprung und rüber. Das war nicht schlecht. Okay, das hier dürfte schon die vorletzte Insel sein. Aber ich habe auch nur noch 25 Sekunden, um ins Ziel zu kommen. So, und hier bin ich jetzt schon auf der Zielgeraden. Jetzt noch diesen Goombas da ausweichen. Hier nach oben springen. Weiter entlang rollen. Und dann bin ich im Ziel in 1,17. Yeah!